Oh, hier sind Metallteile, aber absolut nichts zu finden. Warum hatte ich denn hier eins hingelegt? Wollte ich auch nur markieren, dass ich hier schon mal war? Ich habe geschafft, Joachim zu überreden, eine Sitzung wahrzunehmen. Es scheint, seine Gründe der bisherigen Verweigerung liegen in falschen Vorstellungen. Wir sind nicht hier, um die Crew einer Psychoanalyse zu unterziehen oder sie zu kritisieren. Unser Job ist es, ihnen zu helfen, nicht bloßzustellen. Haben wir Leuchtfeuer hier hingelegt? Aber nicht mal den Text gelesen. Da waren diese drei Statuen, da ist der Turm. Vielleicht gehe ich mal so ein bisschen andersrum dann. Ich komme hier ja auch so ein bisschen hoch. Das sieht ja wirklich so aus, als ob es hier schon wesentlich länger liegt als die anderen Sachen. Eine Matratze? Ich werd bekloppt. Inventory full. Dann schmeiß ich doch meine leeren Flaschen weg. Nehmen wir für die volle mit. Hier wäre ich auch einfach hochgekommen. Turm, Fuß. Ich würde gerne noch höher. Naja, das dürfte schon gehen, ne? Schuh! Okay. Und da ist der Turm. Ich glaube, ich gehe da mal hin. Gerne jetzt langsamer runterkommen, ohne dann zwischen den Steinen da festzuhängen. Mal gucken, doch geht. Es wird langsam wieder ganz schön kalt, ne? Noch alles an? Ja. So, was habe ich schon wieder?
gerne hier auf den Weg oder was das ist. Okay, das hat nicht so richtig hingehauen, wie ich das wollte, aber. Ich muss jetzt gucken, ob hier was ist. Und ich nehme mal den hier. Warning. Operator cold and wet. Temperature. Da komme ich zum Fuß. Wieder. Ich glaube, dann war ich von hier gekommen, ne? Ich muss doch irgendwie jetzt noch so eine große, auffallende Gruft geben, wo ich den letzten Schlüssel herbekomme. Operator wet. Ach, da ist noch so eins. Dann bin ich da rausgekommen, genau. Operator wet. Dann lege ich, glaube ich, hier mal ein Leuchtfeuer ab. Dann wissen wir das auch. Jetzt gehe ich vielleicht noch mal rechts rum, bis wir wieder an den Turm kommen. Und dann gebe ich meine beiden Schlüssel schon mal ab. Operator wet. Schön besinnlich, das hier alles ist mit so ein bisschen Schnee und Frost. Ich kam hier bestimmt raus und bin hier dem Weg gefolgt. Kann ich doch hier noch ganz viel übersehen haben, was direkt rechts rum ist. Warning. Operator cold and wet. Temperature dropping. So, jetzt bin ich nicht mehr wet, aber ich gehe doch eh gleich wieder. Ja, ich glaube, ich gehe mal hier lang. Oh.
wird dann ja. So. Ist die Tür jetzt hinter dir oder in der kleinen Höhle, die man da sehen konnte? Direkt. Nehmen wir doch gleich auch wieder einen schweren Stein mit. Na, der hatte wohl das hier am wenigsten prunkvoll, ne? Versiegelter Glaube 3. Kursaufzeichnung 25. Jahr nach dem Exodus. Das ist mein finales Ritual. Ich bin nicht länger einer der Erleuchteten. Ich kenne jetzt die Macht der großartigen Maschinen der Himmelswesen. Ich sah es im Inneren des Orbs. Ich kann bei diesem Gedanken nicht schlafen. Ich sollte mein Schwert mit den Rebellen führen. Okay, hier ist nichts, was sein könnte. Ach, ich schlafe hier mal, ne? Wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, dass ich... Kann ich jetzt die Matratze hinlegen? Dann schlafe ich hier doch mal. Ein. Climate anomaly detected. Ist draußen gerade wieder so ein Unwetter. Oh, Regen und Gewitter. Dann warte ich vielleicht noch mal ein paar Minütchen, oder? Kann ich das beschleunigen, wenn ich ein Stündchen schlafe? Nein, was soll ich da jetzt rausgehen? Sleep quality good. Oder ich glaube, hier dann auch im Gebiet durch bin, lege ich hier nicht nochmal ein Leuchtfeuer hin. Und jetzt weiß ich ja auch, dass es vom Eingang, wo man rauskam, da ist er weg. Da dann rechts ist. Ach, hier sind diese komischen Schienen. Operator Wet. Ich darf auch gar nicht weiter mehr gucken, was da so ist. Kann ich mich so darauf, dass ich direkt da stehe? Okay. Hier bräuchte ich jetzt wieder so ein Werkzeug. Dann könnte man das vermutlich direkt darüber schieben. Ach, dann wäre hier der Weg gerade. Dann müsste man nicht immer durchs Wasser. Aber die Frage ist, brauche ich diesen Luxus? Ach, jetzt sind wir hier von hinten dran. Okay, ihr seid gar nicht. Ihr seht so spannend aus. Hm. Kann
Konserve. Zu trinken hätte ich gerne. Ja, dann gehe ich hier auch weiter, ne? Richtig wieder so ein Schwert, ne? Ich kann ja hier ein Leuchtfeuer ablegen. Das weiß ich, das noch finde. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Operator. Grob Richtung Turm, aber gucken wir mal, was auf dem Weg dann so ist. Ja, ich habe jetzt ja auch diese Reparaturteile, habe ich ja auch erst in 9 von 17. Ich auch nicht wirklich viel bis jetzt. Obwohl es leuchtete natürlich auch nicht mehr. Also scheint hier dann auch für das Gebiet gar nicht so groß zu sein. Hier war ich auch schon. War ich vielleicht sogar vorhin auch erst hier? Ja, ich glaube schon. Das würde passen. Na ja. Kommt man doch immer noch ein bisschen schneller vor. Als klassischen Laufen oder Schwimmen in dem Fall. Ewoks. Oh, das ist ja gemein. Speichern. Dann muss ich da nicht ganz in der friesigen Nacht hier hochklettern. Mal schauen, was als nächstes passiert. Okay, es ist einfach noch kälter geworden. Sleep quality good. Schlafen uns das so zurecht, bis uns das Wetter gefällt. Oh, der Tee ist ganz schön bitter. Warning. Operator cold and wet. Temperature dropping. Nee, das wollte ich das mit dem Ding machen. Ach, meine Matratze nicht gut. Gehen wir doch jetzt hoch. Wir sind ja auch neu. Ah, doch, jetzt wird es wieder wärmer.
Stunde unter Kühlung. Ich habe 36 Grad. Ich habe hier den Wärmeort. Ich ziehe hier die Pizza an und wird hier voll weggepackt. Warte auf einen Blitzeinschlag. Okay. Soll ich das hier oben machen? Passives Warten. Hier ist doch schon mal Gewitter. Ich musste jetzt auch hierher ziehen, das wäre nett. Runter. Oder schlägt er jetzt am einen, bin ich vorbei? Zieht das vorbei. Was ist los? Schlag ein. Das ist bestes Wetter. Mal gucken, was passiert, wenn ich runtergehe. Aber dann... halt sagt, dass ich... von meinem Ziel mich entferne, dann heißt das ja wohl, dass ich da nach oben bleiben muss. Hört man schon wieder Gewitter. Da. Oh, jetzt geht es aber los. Zurück zu den Höhlen. Oh Mann! Warum muss ich da denn?
denn jetzt wieder rein? Da bin ich doch so ungern. Vom Himmel gefallen, ist es böse oder nicht? Wer weiß das schon? Oh, hier sind ganz viele davon. Auf Wiedersehen. Ach, da haben wir jetzt dieses Problem. Entschuldigung, danke. Uiuiui. Ai. Das macht mir alles gar nichts. Warum ist sie zu doof zum Stufenlaufen? Operator, wet. Auf den Zeichnungen sind von denen. Von den Himmelswesen. Diese komischen, weil die scheinen ja irgendwie in die Erde jetzt befestigt zu sein. Da hat man immer so solche Dinge. Eieiei. Die ganzen Spitzen, die im Wasser waren, sind jetzt hochgekommen. Die hatten doch diese, da waren nur die Dreieckpuppen raus. Und die leuchteten doch. Ja, das war gar kein Speicherding, schade. Die sind jetzt alle hochgekommen. Ich glaube, ich mache mal kurz einen Aufnahmestopp über Xcode, damit die Datei nicht so groß wird. Oder jetzt würde ich vorher lieber speichern. Ich glaube, die Ladezeiten müssten nicht so lang sein. Das machen sie mit Absicht, damit man angespannter ist. Das ist ja zum Glück gar nicht dunkel hier. Jetzt leuchten die Sachen rot. Ach du je. Erstmal, okay, ich schlafe ein Stündchen, mach kurz einen Aufnahmestopp.